Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron. Wieder mal mit allen. Hallo. Wer ist denn alle? Das war mein Gedanke danach. Wer ist alle? Drückt mal die Leertaste bitte bis zum Keller. Jawohl. Ich hab gar nicht gedrückt, Hacker. Chill mal. Okay. Ausnahmsweise. So. Wie man bei mir schon erkennt, ich betreibe eine leichte Aufrüstung wegen meines Leicht. Cheats. Wie wir alle wissen. Energy-Hack 3000 ja. Oder so. Wir wissen ja alle, wenn wir mal das Geschichtsbuch aufschlagen, 1941 hat der liebe Herr Hitler mich überfallen und deswegen muss ich dem Ganzen so ein bisschen entgegentreten. Mit Stahlkappenschuhen. Ja, S3-Schuhen, die haben ja natürlich auch noch Stahlsohle. Aber das ist privat. Da sitzt der Experte, bitte. Wer so Schuhe halt haben will, fragt Max in die Kommentare, fertig. Ja, genau. Wer so Schuhe haben will. Wenn man erstmal da wäre, fände ich schon geil. Aber das ist privat. Wer Max seine Schuhe hat, auch in die Kommentare schreiben. Genau. Ah, nicht mehr als 140 Zeichen. Wer ist das dort? Also ich mach's nicht. Was ist denn? Johannes, warum hältst du nun wieder mal die Zeit an? Mach ich gar nicht. Oh, der spackt. Das machst du selbst. Mach ich gar nicht. Ja, Thomas, im Unterbewusstsein, hä, wie geht das? Was sind das für Knopf? Mit einem mystischen Blick oder so. Sinnloser Knopf, hörst du nicht? Sinnlos. Klick, klick. Ah, ich find's lustig, dass Spanien da unten nicht Gibraltar angreift. Aber ja, viel zu viel Schiss. Trauen sich nicht, die haben Angst. Ja, achso, davor, die, ach ja, die feiern ja immer noch während um die... Ja. Ich find's lustig, dass sich Franco einfach nicht ganz Spanien genommen hat. Weil wenn ich ja, schon im langweilig. Krieg bin, dann mach ich das auch gleich. Weil ich warte doch nicht extra, hallo. Luft überlegen halt, komm schon. Ja. Jawohl, ein U-Boot pro Monat. Yeah. Geht immer schneller. Ja. Ja, das wenn mein neues Schlachtschiff oder nee, mein neuer schwerer Kreuzer fertig ist. Ach stimmt, da wollte ich mal gucken wegen... Komm, die Dragon, Mann. Brauchen wir dann eigentlich nicht die Reihe, lass mal aus, wir machen nur die hier. Schade. Richtig. Rein theoretisch brauche ich eine Reihe nicht. Die lasse ich einfach aus, die... Ey, in Großbritannien regnet das. Ding, oder? Ja, vielleicht mache ich sie doch einfach just for fun. Wann regnet es nicht in Großbritannien? Dann, wenn es nicht regnet. Wenn der Regen fällt, halt's Maul, es regnet nicht. Ja. Ja, 5 Minuten später regnet's. Hey, wo warst du gecallt? Don't call it maybe. Oh Mann. Das ist klar. So, here's his number. Ja, dann machst du deinen Regenschirm auf, hey. Nicaragua heißt neutrales Nicaragua. Ach. Hula 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 hula. Hula 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 hula. Okay. Ja, Max weiß noch, ne? Hula hula hula. Genau. Moment. Jetzt komm schon. 22 Tage, es wird doch hier wohl noch was. Nein. So. Mein Elite-Trupp. Elite-Trupp. Oh, meine erste Atombombe ist fertig gebaut, kein Spaß. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wieso? Weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Genau. Ist bestimmt jetzt auch in Lilliput. Wie bei Gulli was reisen, die ist noch ins Bermuda-Dreieck geflogen und dann hier Lilliput und weg war sie. Hochlebe Lilliput, hochlebe Lilliput. Alles klar. Ja. Was hast du dazu zu sagen, Bestie? Oh mein Gott, was ist das für ein Ja. Oh Mann, ey. Sicher doch. Alles klar, Mister, weißt? Natürlich. Ja, weißt? Stell dir mal vor, das gäb's wirklich, ey. Geht so. Das wäre voll geil, Mann. Was denn? Lilliput. Wenn du da so bei Mutter 3, weißt, gehst da hin, dann bist du bei denen und gammelst bei denen ab. Ja, bestimmt okay. Voll toll. Ja. Steck lol, voll toll. Deutsch-sowjetischer Vertrag. Scheiß auf Faschisten. Entwickeln Sie Neuseeland. So, das positive Heldentum. Würde ich sagen, die. Hallo, Polen! Die Aufrüstungsbemühungen. Geht da eigentlich noch mehr? Nee. Scheiß Chinesen hier. Ja, die Marcos und Polos hier. Oh nein. Die Flüge über die Polroute. Yes! Dann lasse ich jetzt nämlich die wunderschönen. Alter, what the fuck? Wer ist? Kann ja bei Bestärken Sie Monroe-Doktrine. Kann ich jetzt verschiedene Doktrinen machen, ja? Das hat alles damit zu tun, dass der amerikanische Einfluss krass wird. Und zum Beispiel den meisten Staaten dann eben, wo das sind, die meisten Ländern dann eben. Die Demokratie oder die ideologische beeinflusst wird. Richtig geil. Nett. Ist ja idiotisch. Ich muss gerade überlegen, welche ich mache, weil ich habe hier im ersten habe ich. Ich kann ja, glaube ich, immer bloß einen machen oder kann ich alle machen? Ich glaube, ich kann alle machen. Wenn man mich das auswählen. Warte mal, ich helfe dir. Ich glaube, ich kann alle machen. Das ist dann. Warte mal, ich helfe dir. Was meinst du? Bestärken Sie die Monroe-Doktrin ist ganz rechts. Dann habe ich 4 Stück unten dran als Auswahl, aber ich glaube, ich kann alle machen. Was? Welche Monroe-Doktrin? Achso, ja, Monroe. Zentralamerika, ja. Karibische Dinge. Ja, das hat der Einfluss in diesen ganzen Ländern steigt, ne? Dann mache ich erstmal Kanada und Mexiko. Nachbarn. Ja. Hey, komm, ey. Voll geil. Finde ich gut. Alles, was krass ist, muss her, ne? Das kürzeste ist 78 Tage, dann habe ich Wartungskompanie fertig. Was machen wir dann als nächstes eigentlich? Weil die muss ich ja auch ein bisschen stärken, die ganzen Leute, Lies. Stimmt, das wollte ich vorher sowieso gucken, das habe ich wieder vergessen. Ah, immer noch 0. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Flak oder Artillerie machen soll. Wenn dann eher Flugabwehr, weil Panzerabwehr. Würde ich wahrscheinlich eher nicht so brauchen. Ja, wenn dann eher Flak. Du musst das halt in die Dinge reinbauen dann, ne? Also wenn du dann Punkte für deine Divisionen hast, musst du halt die Flak dann rein tun, weil sonst baust du sie ja wieder umsonst. Ja klar. Wenn dann brauche ich ja die Flak eben, dass ich dir wieder auf mein Midway und so drauf hau, dass die. Ach so. Weiß, die Japaner keine Chance haben. Ich glaube, das hat glaube ich nichts damit zu tun. Das ist mein Midway. Das gehört mir. Also das eine Flak hat mit der anderen Flak nichts zu tun. Die auf mobile, die hat nichts mit der zu tun, die du aufstellst. Weil die mobile, so, die. Ja, stimmt, ja, die kannst du überall mit den G. Die mobile, stimmen. Die tust du dann zu den Divisionen mit rein. Ja. Da brauchst du die für. Das stimmt, ja. Die andere, die rüstest du einfach auf wie eine Fabrik fertig.
Schaut's nicht aus. Artillerie könnte ich höchstens machen. Weil Pack brauche ich, Panzerabwehr brauche ich nicht. Würde ich sagen. Dann mache ich eher, dass ich auf Artillerie gehe, dass ich da dann auf Raketenartillerie kann. Das wäre höchstens sinnvoll. Was? Der fehlende Ausrüstungsproduktion. Was will denn der jetzt? Der ist mich voll wieder am Abnerven. Ging denn das nochmal weg? Was denn? Schweb halt drüber und schau, was du brauchst. Ach so. Marinebomber brauchen wir mehr. Das können wir mal zurückstufen. Können wir wieder aufstocken. Ja, irgendwie, das ist gut übersichtlich, aber irgendwie, wenn du halt bessere Hilfe brauchst, musst du halt warten, bis dieses Ding halt ausklappt, ne? Das ist halt immer nicht so cool. Ne, ich hab's jetzt mal ein bisschen verbessert, mal schauen, ob mir jetzt nicht mehr so auf den Sack geht. Jetzt sind es 2,10 pro Woche. Oder kann ich schon wieder ein neues reinhauen, Flugzeug? Eigentlich schon, ne? Hier trägermäßig. Ja, genau. Warte mal, wen haben wir? Ja. Ja, die ist doch auch Träger. Träger unterstützt, ja genau, dann kann ich die PÖ-40 einfach reinklatschen mit. Halt das immer. Nehmen wir den mal raus, kriegt der mal alles weg. So. Tun wir einfach setzen durch den da. Genau, dann haben wir die wieder rein. Dann haben wir 6 Stück, 1, 2, 3, 4, 6 gegeben. Was hat er jetzt fertig gemacht? Irgendein Schiff hat er, glaube ich, gerade fertig gemacht, also keine Ahnung. Moment, machen wir gerade die Yorktown-Klasse. Oh. Ja, der Kreuzer. Wie kriege ich eigentlich? Oh, einer bloß pro Jahr. Muss ich meine Schiffe, die man dann erforschen kann, wo zweiter Klasse sind? Na, da habe ich auch gerade einen. Brooklyn-Class höchstens. Ich muss auch nicht aufrüsten, was das angeht, irgendwie. Okay. Irgendwie, ich habe irgendwie viel zu wenig mal Marine-Industrie. Ein paar Kreuzer mal. Wie lange dauert es bei dir, so ein großes Schiff zu bauen? Schon ein Kreuzer oder so, so einen größeren? Wie lange dauert es bei dir? Also ich habe jetzt einen Flugzeugträger mit 1, 2, 4, 6, 8, 10 Schiffswerften, wo eben da drauf sind. Naja, ist in Ordnung. 1,15 pro Jahr und jetzt habe ich einen Zerstörer mit genauso viel und noch zwei dazu mit 1,24 pro Monat. Und Schlachtschiffe habe ich bis jetzt noch keine in Ding reingehaut. Ja, ist in Ordnung. Schlachtet euch mit China. Juckt mich nicht. Schlachte fest. Mal rüber gucken, wie die sich aufs Maul hauen. Fangen sie nämlich gleich. Ja, da oben fangen sie schon an. Ja, und sie sich schon auf die Fresse. Aufrüstungsbemühungen ist am Start. Wo ist denn eigentlich die Mongolei? Dann wäre ja irgendwie auch die chinesische Mauer. Keine Ahnung, ob die dabei ist. Ich weiß eben nicht mehr, was die Mongolei. Ich glaube, das da oben war die Mimmel dabei. Xibei Sanma. Ich glaube, das war. Oben die Mongolei. Ich weiß, es war unter Russland, das weiß ich. Mongolei ist direkt schon da, ne? Mongolei ist das Land, ne? Eigentlich ja. Aber wo ist die? Mongolei. Oh, das ist das, wo alliiert steht. Mongolei steht dann direkt da, ne? Ja. Wo denn? Bei Tan, Tuwa und Xinjiang. Da. Das Grüne. Ja, man, Tuwa, hä? Max, okay. Du siehst doch Japan, ne? Ja. So. Und das obere links davon. Da grenzt Mongolei dran. Ja. Direkt unter Johannes. Genau. Nicht Ach, das ist die Mongolei. Die wird bei mir als Namen gar nicht angezeigt. Da steht kein Name bei mir drin. Du musst rauszoomen, dann siehst du sie.
Nee, ja, ich sehe sie, aber da steht kein Name bei mir. Da steht das nicht Mongolei im Land drin, wie bei anderen. Da steht einfach nichts drin. Das ist. Okay, wenn ich. Bei mir aus, als wäre es irgendwie zu Johannes dazu. Okay, wenn ich rauszoome, sehe ich den Namen. Na, läuft bei euch. Hm. Oh, der mit seiner Regierung, Alter, gehen wir auf den Sack. Max wird wahrscheinlich Bündnisse Ding drin haben. Ja. Klick mal da aufs Männchen drauf, Standard Tatenmodus. Ja. Ah! Ja. Jetzt sieht's schon wegen anders da aus. Ja. Ja. Was hast du als Aufnahmeding? F6, oder? Nein, F9. Achso, ja. Das ist die ganze F-Reihe. Das aktiviert diese kleinen Kästchen da rechts daneben, neben diesen Anzeigeteilen. Das ach macht, ja, cool. Das passiert bei mir auch immer, wenn ich jetzt Aufnahme drücke. Jetzt ist es auch ein bisschen farbiger, okay. Ja. Es ist farbig. Weil du hast, glaube ich, die Dinge an dir anzeigen lassen, deine Alliierten. Das kann sein, ja. Na gut, das wissen wir das ja. Na gut, da mir schon wieder auf den Sack geht, ich sollte da was ändern. Na, machen wir das nochmal. Industrie... Theoretik, weil... Komm, dann holen wir uns... Waffe... Atomforschung, komm. Oppenheimer holen wir uns, den brauchen wir ja. Alles klar bei dir. Ich brauch den Oppenheimer. Ich könnte mir sogar noch einen reinklatschen, aber ich warte erstmal. Ja, das sagt mir zwar immer noch, ich soll mir noch eins nehmen, aber leck mich am Arsch, ey. Also in Spanien werden sie so immer noch nicht fertig. Ja, das dauert, ne? Hey, wir haben schon 20%. Ja, ich kann's schon machen, Kriegspropaganda, bam. Danke, Deutschland. Kriegspropaganda. Ja, das ist gut für mich. Damit dann der große Riese aufstehen kann. Weltlazarett, was haben wir da noch? Logistik und die Anmeldekompanie. Oh, Feldlazarett, das Ding nochmal gut. Mit der Polizei braucht keine Sau. Ich meine, das sagt amphibische Angriffe? Ja. Hast du da nicht mal was gesagt? Ja, da stelle ich mal gleich mal den Typen da ein. Ja, dass du da drüber hopsen kannst, ne, über den Kanal. Amphibische Invasionsgeschwindigkeit habe ich schon mal gefunden. Okay, also hast du da einen Offizier oder was, der das kann oder verbessert hat? Luis Mountain oder wie der heißt. Invasionsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Cool. Mal sehen, was das da so genau bedeutet. Aber ich gucke leider schon wieder auf die Uhr und ich muss sagen, diese wunderschöne Runde ist mal wieder zu Ende. Nein! Ja, ich würde auch gerne wieder weiter zocken. Ja, wir würden auch gerne Folgen machen, die, was ich, 2 Stunden länger oder so haben, aber dann dauert ja. Dann, schaut es, ja, die von... Doch, von, sie schauen's, dann schlafen sie. Es wäre schön, wir würden gerne so lange Folgen machen, aber euch würden sie nur auf den Sack gehen und uns auch wegen am Hochladen. Deshalb machen wir jetzt wieder einen kleinen Prison Break rein, ja, wie Max sagt, und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Also... Wir sagen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Hearts of Iron. Tschüss!